Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt. Das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher. Nach diesem ewig langen Dings. Hallo, meine Maus, wird die erkannt? Nein, wird sie nicht. Wo ist sie? Gibt's eine Maus? Hallo, hallo, hallo. Nee, Fresse schließen. Hallo? Okay. Warum auch immer das nicht geht. Nur wenn ich Shift drücke, funktioniert das neue Spiel. Oh Gott. Ich kann erstmal in die Option gehen und zeigen, wie es abgeht. 8 Minuten Intro YE. Untertitel Deutsch. Ja, ja, ja. Namen immer zeigen. Mir Wayne. TPP. Kameramodus. Verschieben. Ach ja, genau. Das war ja. Das ist so komisch, dass es nicht funktioniert irgendwie. Naja, gut. Maus umkehren. Mhm. Grafikoption natürlich das Beste. Gut, viel. Obwohl doch hier fortgeschritten wahrscheinlich, ne? Einstellung hoch. Man sieht, ne? Ist aber auch nicht so neu das Spiel, also schon ein bisschen älter. Gut. Hinter mir war gerade Geräusch. Deswegen. Neues Spiel. Spielen Sie The Witcher. Spielen Sie dann. Nein. The Witcher natürlich. Hier. Normal. Und hier gibt's Neulinge. Kämpfe sind einfacher. Alchemie ist zum Überleben nicht notwendig. Die mittlere Stufe wird für die meisten Spieler empfohlen. Kämpfe und Anspruch. Sind anspruchsvoll. Alchemie ist nützlich. Für fortgeschrittene Kämpfe sind schwierig. Alchemie ist zum Überleben notwendig. Ich bin nicht so der Typ, der auf Alchemie steht. Auch wenn es hier wahrscheinlich um Alchemie extrem geht. Deswegen nehmen wir Mittel. Und hier weiß ich nicht, ich hatte glaube ich bei dem einen. Oh, ich habe das schon mal angefangen, deswegen ich weiß nicht genau, was hatte ich da? Maus und Tastatur, glaube ich. Aber da brauchst du. Vorzugsweise Maus. Intelligent und leicht zu steuernde isometrische Kamera für Gelegenheitsspieler und alle empfohlen, die einen strategischen Überblick über die Kämpfe wünschen. Steuermodus kann jederzeit während des Spiels verändert werden. Da habe ich noch nicht gefunden, deswegen. Muss ich nochmal schauen, aber ich glaube, ich habe beim anderen das da. Tastatur und Maussteuerung mit dynamischem über die Schulterkamera. Empfohlen für erfahrene Spieler und für alle, die näher am Geschehen sein möchten. Steuerungsmodus kann ich mal. Ich gehe erstmal auf die Maus und guck, wie das ist. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Deswegen. Naja. Wie gesagt, da steht, man kann es angeblich ändern. Naja. Dann geht's gleich los.
Nach 10 Minuten geht's dann auch endlich mal los. Ich muss ihn gleich ein bisschen lauter machen. So. Jo, müsste passen. Ist aber sehr, sind auch sehr viele Dialoge, deshalb. Ja. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwin. Das Jahr 1270. Fünf Jahre nach dem Großen Krieg. Mann, die kommen so episch auf einen zu, so in Slow-Mo. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Mega laut, ne? Naja. Passt. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum zwei Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Au. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Naja, schaut euch mal diesen Ausschnitt an. Alter, das wackelt so unglaublich. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir...
Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Vesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. So. Okay, bewegt den Cursor über das Schwert und linksklickt, um es zu verwenden. Okay. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, wo bin ich? Ganz komisch irgendwie. Die Steuerung ist sehr seltsam. Linksklickt auf eine beliebige Stelle auf dem Boden, um euch zu der Position Aha. Oh Gott, wie behindert, ey. Was? Ich soll das an den... Ah, ist ja richtig beschissen. Moment. Da muss ich mal gucken. Steuerung. Kann ich das hier einstellen? Irgendwo hier. Bild nach unten. Nein. Andere. Schnell speichern. Oh, es gibt schnell laden. Super, auf F9. Da ist meine Aufnahmetaste. Naja. Moment. Machen wir da mal F6 draus. So. Nee, mal gucken, isometrische Kamera. Heute, in der Folge wird eh nicht mehr viel passieren, insofern. Ja, also die Kamera, glaube ich, das macht nicht so viel. Felder, Tränke, Zeichen, Kämpfen, Steuerung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo man das hier einstellen soll. Spieloption, vielleicht hier. Kameramodus, isometrisch hoch, Kameraempfindlichkeit, Maus umkehren, Hybrid, TTP. Nehmen wir das mal. Weiterspielen. Ah! Das ist... Genau. Das Schwert aufheben. Habt ihr... Hallo! Hallo! Ah, mein Gott, das ist aber auch ziemlich laut. Links klickt auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Natürlich. Links klicken. Und immer wenn da so ein Flammschwert ist, kann man nochmal angreifen. Zack, zack. Und man macht so eine Combo hier. Sieht noch relativ beschissen aus. Weil ich noch nicht so viele mögliche Möglichkeiten habe hier. So. Oh, da ist noch einer. So. Hallo. Tot. So, ich mache mir eben den Sound davon leiser. Insgesamt mich lauter, so. Wie geht es euch? Oh, beschissen. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Deine Mutter? Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. Tschüss. In den oberen Innenhof. Ja, auf sicher. Haben die was zu? Nein. Looten kann man noch nicht.